herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und zwar, ich möchte mit euch heute ein Bildchen kitten. Dieses süße kleine Bild, den Eistiger. Und ich habe schon so lange drauf gewartet, dass ich den jetzt mal painten kann. Ja, das werden wir, werde ich kitten mit euch. Ich habe meinen Sticker Maker schon hergeholt. Kleines Lotbox, weil wir haben ja nur 23 Farben. Die Steinchen natürlich, ein Schiffchen brauchen wir. Vielleicht ein paar Etiketten und Zipbeutel, je nachdem wie die Farben hier reinpassen. Da gucke ich mal. Und ja, es ist ja nicht so groß. Es ist 30 x 35 cm groß. Also relativ klein. Aber ich finde, es kommt so schön raus. Aber es hat auch einen fotorealistischen Druck. Ne? Das sieht man hier in den Schnurrbartaren sehr gut. Ich bin gespannt, wie es rauskommt, wenn es fertig ist. Und freue mich jetzt, den zu painten. Hat zwar ziemlich Konfetti, wie ihr es sehen könnt. Was heißt Konfetti? Konfetti bedeutet viel Farbe auf einer Fläche. Also viel Farbwechsel, so rum, viel Farbwechsel auf einer Fläche. Und bei Colorblocking hat man wenig Farbwechsel auf einer Fläche. Also auf der gleichen Fläche sozusagen. Ne? Ja, gut. Ich mache mal kurz den Autofokus, dass es nicht verschwimmt. Und leg mir mal das Bild auf die Seite, beziehungsweise halt erstmal schneide ich mir hier an der Seite die Legende weg. Ich muss jetzt gerade mal kurz schauen, an welcher Seite. Ja, ist bei beiden gleich. Manchmal geht der Kleber so weit drüber, aber die Zahlen nehme ich eh nicht. Aber ich schneide mir das jetzt hier einmal ab. Und meistens mache ich es dann auch so, dass ich mir hier komplett die ganze Länge schneide. Weil, eigentlich hätte ich es auch mit dem Papier schneiden können. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Egal, ich tausche das Papier eh gleich aus. Das seht ihr dann noch. Dann ist es für mich angenehmer, als wenn dann hier so ein Lappen hängt. Ne? Wenn ich mir das komplett abschneide hier an der Seite. Ja, den nehmen wir nämlich für unsere Sticker. Den mache ich zu meinen Stickern. So. Nee. Da klebt es nämlich noch hier an dem Buchstaben. Da klebt es. Das kann man eigentlich wegmachen. Ich bin schon echt gespannt, wie der rauskommt. Den habe ich auch noch in größer gesehen. Ich glaube, bei Picasso, die Janine hat den mal gezeigt. Und vielleicht hole ich mir den auch nochmal in groß. Je nachdem, mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich überlege es mir noch. So, dann ziehen wir uns dann einmal hier durch. So. Hup. Zack, der kann weg. Ich kann euch den Sticker Maker gerne unten verlinken. Ich hoffe, er ist vorrätig. Ich habe jetzt vorher nicht geschaut. Und wenn ich das Bild finde, auch nochmal natürlich das Bild. Ihr seht, hier steht eine Nummer drauf. Ja, das ist mein Bild 105. Ich habe aber weitaus mehr, also und ich habe nicht über die Weihnachtszeit habe ich mir die Bilder kategorisiert und ja, das ist mein 105. Bild in meinem Stash. So, jetzt brauche ich eine kleine Schere. Ja, die hier nehmen wir. Oh nee, die wollte ich nicht. Die nehmen wir hier. Ich brauche eine, wo vorne ein bisschen spitzer ist, dass ich die hier gut einschneiden kann. Ich mache es dann immer so, ich schneide mir an einer Seite, da wo ich einschneide, schneide ich mir hier den Rand einmal weg. Aber nur an einer Seite, ganz wichtig. Also nur an einer Seite. Und dann kann ich die hier schön einmal einschneiden. Also ich gucke, dass es auf der Trägerfolie, irgendwie ist das nicht richtig. Ich merke, dass das, weil das Leinwand ist. Wartet mal. Leinwand verhält sich ja so ein bisschen wie Stoff.
Ja, die Schärfe. Weil das andere ist eine Papierschere und auch noch eine Teflonschere. Die ging jetzt nicht so gut durch. Schneide ich mir das einmal ein. So. Sind ja nicht so viel Farben, das geht eigentlich relativ flott hier. Und ich glaube, das Bild werde ich auch ziemlich zügig gepainted haben, weil es hat ja, wie gesagt, nur eine kleine Größe von 30 mal 35, aber ich meine, es ist sogar noch kleiner, es ist eher 25 mal 30, also deutlich kleiner. So, dann haben wir das schon so gut wie geschafft. Ich überlege auch, ob ich hier AB-Steinchen einsetze. Muss ich mal schauen, was ich da für Steine noch am Start habe. An runden AB-Steinen. Ich habe ja einige aus dem Adventskalender von der Peach und der Janine. Und da sind schon einige übrig. So, haben wir einmal hier die Steinchen. Das ist das. Hier fangen wir mal an. Ich muss gerade mal ganz kurz durchschauen. Ja, sieht so aus, als ob wir als ob das hier reicht. Ich lege jetzt mal das Bild kurz auf die Seite, dass ich ein bisschen Platz habe. Eigentlich würde ich mir das gerne sortieren, weil das ist ein reines Alphabet. Wir haben hier keine Zahlen, also dann würde ich mir das vielleicht sortieren. Das heißt, ich schneide mir die Beutel hier steht ja keine DMC-Nummer drauf. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das am besten mache. Weil ich die Nummern jetzt weggeschnitten habe, ne? Aber dann muss ich doch mein Bild nochmal herholen, weil dann muss ich hier gucken, weil auf dem Beutel steht nur die Nummer, damit ich jetzt zum Beispiel, wenn ich das A jetzt mit A anfange, also ich mache das dann alphabetisch, ne, fortlaufend, wenn ich jetzt mit A anfange, dass ich dann hier den richtigen Beutel erwische, ne? Das ist dann die 20. Das heißt, ich kann hier nebendran, kann ich gucken. Also das ist die 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir hier so 5er-Gruppen. Dann ist die 6. Also nur, dass ich weiß, wo ich hingreifen muss. Nee, ich habe gerade gedacht, ich habe es aufgeschnitten. Weiter höher legen hier, so dass ich mir das einfach geschwind greifen kann. 1, 5. Die sind zwar hier perforiert, dass man es auseinanderreißen kann, aber ich habe mir da schon die Beutel zerrissen, das ist nicht so prickelnd. So.
20. Und dann haben wir hier 21, 22, 23. Ist jetzt nicht so voll die Beutel, aber das ist halt auch, weil es ein kleines Bild ist. Und dann können wir uns jetzt aber... Ich habe hier noch ein Schiffchen, falls ich daneben schütte. Das ist ein bisschen klar, aber ich mache es mal so ohne Schiffchen. Also gut, fangen wir mit... Wir haben gesagt, wir fangen mit A an. A ist die Nummer 20. Mal hier. Auch ein Bildchen mit runden Steinen, das geht ja meistens eh ein bisschen flotter. Ne? Dann haben wir auch ein B, ja, die 823. Das ist die Nummer 6. Ist das richtig? B 823. Ja. Ich habe gerade erst auf den ersten Moment sah es aus, als wäre es ein Lila. Aber ich habe gerade gedacht, 823 ist doch kein Lila. Aber es hat nur so geschimmert auf den ersten Blick. Und hier haben wir nur ganz wenig Steinchen. Mal hier hinten meinen kleinen Tisch mit einmal reinstellen. So. A, B, haben wir das C, ja? Das C dürfte wahrscheinlich die hier sein. Das sieht sogar noch aus. C ist die Nummer 13, ja. Das ist nämlich so ein Orangebraun, da gibt es hier nicht so viel davon. Ja, wie geht's euch denn? Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Ihr habt auch schönes Wochenende. Mein Wochenende ist dieses Mal ein bisschen arbeitsreicher, weil wir im Hotel sehr, sehr viel Betrieb haben. Und die D ist die Nummer 10. Und ja, heute war knallvoll das Hotel. Und dann habe ich heute Teildienst. Das heißt, wir sind ja nur zu zweit, also meine Chefin und ich, hab ich ja schon oft erzählt. Und ja, dann ist es für einen ein bisschen zu viel, allein das Frühstück zu machen, wenn man halt das komplette Hotel voll hat. Und wir haben ganz viele Durchreisen. Das Lustige daran ist, wir hatten das ganze Haus voller Niederländer. Kein einziger Deutscher, kein einziger Belgier oder sonst was, sondern nur Niederländer. Aber lustig. A, B, C, D haben wir. Jetzt kommt das E. Das ist die 3052. Das ist die Nummer 12. Das ist die 14. Ja. Mal gucken, ob das reinpasst. Es ist ein bisschen voller, aber könnte vielleicht reinpassen. Naja, auf jeden Fall war es lustig, weil es wirklich nur Niederländer waren. Und ja, die haben, glaube ich, jetzt alle Faschingsferien und fahren jetzt alle nochmal in den Skiurlaub. Haben sie eigentlich das perfekte, ja, es passt nicht ganz rein. Das heißt, ich mache hier nebendran noch mal eins. Ich habe 28 Slots und nur 23 Farben, das heißt, es reicht mir, dass ich hier auch noch mal nebendran. Haben wir auch ein F, ja. Aber zwei unterschiedliche Farben, Gott sei Dank, weil E und F nebeneinander, das ist immer schnell zu verwechseln. Vor allem, wenn es ähnliche Farben sind, da muss man sehr gut aufpassen. Das hatte ich letztens mal in einem Bild mit Gelbtönen, Gelb und Orange. Oh, das war schon ein bisschen tricky. das ist die Nummer 7. So, ja. Und... Ja, ich glaube, die gehen halt einfach nochmal alle Skifahren und sind jetzt quasi in den Urlaub gefahren. Und dadurch, dass es ja von der Niederlande zu uns runter ein bisschen lang ist von der Fahrt. Ach, jetzt habe ich den Sticker falsch drauf gemacht. Hier habe ich doch das andere drin. Aber das ist Gott sei Dank der removable, also der nicht permanente Sticker. Rolle drin. Es gibt einmal für den Sticker Maker einmal eine Permanentrolle und Non-Permanent.
Das heißt, die Sticker gehen auch wieder gut runter. Das hat sich jetzt gut lösen lassen. Ich hoffe, dass es hier kleben bleibt. EFG haben wir auch. Mal gespannt, wie das Alphabet hier weiterläuft. Das ist hier weiter unten. Das ist die Nummer 18. Von Braun. Das ist auch relativ voll. Es könnte sein, ich bräuchte vielleicht auch zwei Slots. Genau, und dann machen die mal bei uns einen Break. Ne, hat reingepasst, sehr cool. Machen die bei uns einen Break und ja, sozusagen. A, B, C, F, G. Dann ist das H. Das ist die Nummer 1. Genau. Da brauchen wir auf jeden Fall 2. Halte ich das H. Wo haben wir das? Ganz oben natürlich, bei der 1. Da brauchen wir auf jeden Fall 2 Behälter. Ich werde das klein voll. Und heute haben wir auch noch ein paar Niederländer, die kommen. Man fahren ja nicht alle um Dings los, ne? Und gestern Abend habe ich ja auch gearbeitet. Da war es relativ spät, muss ich sagen, weil ziemlich viel Stau war auf der Autobahn. Und sind einige spät angereist und ein paar sind sogar über den Safe angereist. Ne? Irgendwann sagen wir auch, nee, jetzt ist Feierabend. Und versuchen dann die Gäste zu kontaktieren, um denen den Safecode zu übermitteln. Funktioniert meistens auch gut, vor allem wenn sie über Booking oder reservieren, weil da kann man denen eine Textnachricht hinterlegen und die Gäste kriegen die Nachricht mit dem Safecode, ne? Und dann können die über den Safe einchecken, ne? Aber man weiß ja nie, wann die einreisen, wenn die erst nachts um 12 Uhr anreisen. Kannst ja nicht einfach 3 Stunden da rumstehen und warten, bis da ins letzte Zimmer kommt, ne? Aber das machen ja viele Hotels, ne? So ein Safe Code. Vor allem gerade, wenn es so ein großes, nicht wenn es gerade kein großes ist, wollte ich sagen. Weil wir haben ja nur 19 Zimmer, ne? Aber für so große Hotels zum Beispiel, ich habe halt aber auch im Dorint gearbeitet. Mit 400 Betten, da ist es dann halt natürlich anders, da hat man ja rund um die Uhr Check-in, ne? Ja. So, dann geht's weiter. Wo sind wir stehen geblieben? Bei der Nummer H. Bei H, nicht bei der Nummer H, bei H. A, B, C, D, F, G, H, I. Das I ist hier unten. Das ist das vorletzte, die 3865. Da haben wir, glaube ich, gar nicht so viel. Das ist wirklich nur ein bisschen weiß im Tiger. Oh, der ist so schön. Ich glaube, ich muss auch das Bild in groß und ich möchte gerne in den Augen AB-Steinchen einsetzen. Und zwar, welche Farbe ist das? Das ist das P. Das P oder das F. Muss ich mal gucken. Das F war ja die 927. Muss ich gucken, ob ich die habe. Oder das P. Das ist die 3849. Das könnte vielleicht sein, dass ich da mich AB-Steinchen. Ich wollte eigentlich auch in die Eiszapfen, muss ich mal gucken. Die Eiszapfen sind aber viel, die 3866. Also nicht ganz weiß. Ich hätte gedacht, die sind eher so weiß bei den Eiszapfen. Aber nein, das ist eher dieses Creme-Weiß. Bin ich mal gespannt, wie das rauskommt. Also, ob ich die AB-Farbe habe. Ich glaube es fast nicht, aber mal gucken. Gucken wir mal. So. Weil das würde, glaube ich, ganz cool kommen, wenn die Eiszapfen so schimmern. Ne? Hier, ich zeige es euch mal. Na, hier diese weißen Ränder. Da, aber ein bisschen von der 3865 ist hier hauch drin. Vielleicht könnte ich doch die 3865 austauschen, weil da weiß ich, die habe ich. Und hier haben wir aber auch, das würde ich nicht austauschen, also nur hier an den Eiszapfen, ne, das Helle, dass es so schimmert. Weil man, auch wenn das Licht ja auch so Eiskristalle leuchtet, dann schimmert es ja auch so ein bisschen. Muss ich mal gucken, ob ich die Farbe habe. Ja, okay, HJ. Das J ist gleich hier. Das hier, da brauche ich auf jeden Fall 2 Behälter. Das weiß ich jetzt schon. Kann man das gleich das nächste noch daneben stellen. Das wird nicht reichen für 1. Ich mache es bewusst nicht so voll, damit man es halt gut ausschütten kann. Ne?
Dann haben wir das K, ja. Also bis jetzt läuft es komplett im Alphabet. Dann das K ist die Nummer 14. Das ist hier so ein Grünton. Den haben wir eher so im Hintergrund. Ein bisschen. Ja, ich freue mich echt jetzt, den zu pennen. Ich habe den schon so oft gezogen, glaube ich. Ich habe den schon zweimal gezogen beim Dime Monopoly. Und jetzt heute das dritte Mal. Also jetzt muss er dran glauben hier. Der Tiger muss dran glauben. Und es ist auch ein Bild, wo ich mir auch aufhänge. Also das ist echt schön. Das kommt hier in mein Kreativzimmer. Ich mache ja hier so wie so eine Galerie, weil ich ja 4 Meter hohe Wände habe. Und über der Türe kommt, ist es dann wie so eine Galerie. Ich habe zwar noch keine, nicht nur nicht so viele Bilder, aber dann brauche ich eine große Leiter. Ich muss dann die große Leiter rauspacken, dass ich dann die hochhängen kann noch. Ein paar Bilder kommen natürlich auch noch in die Rest der Wohnung. KL, das L haben wir auch. Und zwar ist das L die Nummer 11. Das ist hier. Na, ich glaube, das könnte vielleicht reichen. Mal schauen wir mal. Ach, am Dienstag. Ich bin mal gespannt. Am Dienstag habe ich eine kleine Zahn-OP. Und da graut es mir schon davor. Ja, weil da werden. Meine Zahnhälse werden da abgeschliffen und poliert. Ja. Ne? Wisst ihr Bescheid. KLM. Das M haben wir nicht, das ist gut, weil das lässt M und W nebeneinander ist kritisch. Vor allem, wenn man über Kopf paintet zum Beispiel. LM, N. Dann kommt das N. Das N wie Nordpol. Und das Nordpol ist die Nummer 3. Ist so ein ganz dunkles Grau. Was ist denn das für ein? Ja, die 413, klar. Bekannter Farbton für mich. Grautöne, die kennt man einfach, ne? 413, 318, 415. So. Dann KLMNO. O haben wir auch. Das O. Das ist die Nummer 17. Nee, halt. Ja. Ja, an was paintet ihr denn gerade? Das würde mich mal interessieren. Ich habe jetzt übrigens auch einen kleinen TikTok-Account, habe aber erst 2 Videos hochgeladen. Und habe mir jetzt mal meinen alten Account aktiviert. Eigentlich habe ich den nur zum Gucken. Aber ja. So. Dann das P, das wohl im Auge ist. Das ist so ein Türkis. Das ist bestimmt die 19, oder? Ja. Brauchen wir gar nicht viel. Etwa nur im Auge, ja. Ich glaube, es ist nur im Auge, so wie ich das jetzt gerade sehe auf den ersten Blick. Dann haben wir mehr als genug Steinchen, wenn das nur im Auge ist. Ne? So ein paar Steinchen da, vielleicht 30 Steine zu setzen. Da haben wir mehr als genug übrig. OP. Dann haben wir das Q. OPQ haben wir nicht. Klar, weil man das O haben. Dann haben wir das R. R wie Richard. Das ist die 15. Die 15. Hier. 3750. Erst kommt das S, aber das haben doch erst S haben wir. Das S ist die 931. Das ist die Nummer 8.
Ja, ihr Lieben. Ja, und dann habe ich jetzt heute Morgen halt gearbeitet. Von 8:30 bis 12:30 ungefähr. Habe jetzt dann Mittagpause gemacht, habe jetzt noch einen Kaffee, war noch ganz kurz einkaufen. Hab noch Berliner geholt. Ich weiß, da passt nicht rum, aber Berliner gehen immer. Und das ist bestimmt hier die Nummer 4. Nee, das ist die 4. Ah, halt, wir sind ja auch beim U. S-C-U, ja. Ich war gerade beim T. Ich habe so geguckt auf meine Ding. Weil das T unten drunter ist, aber T haben wir ja schon. Nee, Q-R-S-T. Nee, T. Halt. R-S-T. Jetzt kommt erst das T. Wo ist das T? Hier auf meinem Dings. Ach. Manchmal. Ich habe es schon draufgeklebt und ich suche das gerade hier. Dann denke ich, sag mal, wo ist das T? Aber ich habe es ja schon draufgeklebt. Sag doch was von mir, dass ich das schon draufgeklebt habe. Mann, auf euch ist auch kein Verlass, hey. Mann. So. Jetzt habe ich auch noch alles daneben geschüttet. Ich habe mich gerade geguckt, weil das Tee so hier auf dem Sticker irgendwie so mintgrün aussieht. Und da habe ich gedacht, ja, das ist bestimmt das hier. Aber nee, ist es nicht. Da ist die U. Jetzt kommt das U und das U ist das hier. Das U ist die 4. Langt super hier mit den ganzen Farben. Sehr gut. Freue ich mich. Ich bin immer froh, wenn eine so eine Slotbox, wenn das reicht. Also wenn ich damit hinkomme. UV. Bleiben ja nicht mehr viel Farben übrig. Das ist die 16, ist bestimmt das da hier. Oh, das ist ein bisschen voller. Da kann es sein, ich brauche 2. Machen wir bald ja mal auf. Mal gucken, wie weit ich da komme. Ja, wird ein bisschen knapp. Ich mache noch ein zweites. So. Hab ja genug Platz, ne? VW, jetzt kommt die 310. Haben wir nicht so viel, das ist auch schön. Bei 310 ist ja immer so ein bisschen eine Farbe, wo ein bisschen nicht so die Steine als nicht so gut sind. Dann haben wir das X. X ist wieder ein bisschen voller. Dann können wir eigentlich gleich 2 machen, weil ich sehe, das Z hier ist nicht so viel. Das heißt, es reicht ganz genau für mein letztes Döschen. Ach, wie abgezählt, ne? Leute, als wäre es ganz genau dafür gemacht, dass es hier in so eine Slotbox reinpasst. So, und dann haben wir doch das Z. So. Ein hellbraun, und da ist ja nicht viel, ne? Mal viel Stein drin. Dann haben wir das soweit hier. Hoppla. So, dann haben wir die Steinchen soweit gekittet. Ich tue mal kurz meinen überfüllten Mülleimer in meinen großen umkippen. So. Den Rest hier auch wegmachen. Dann haben wir einmal hier unsere Ding. Und dann habe ich hier noch einen kleinen Sticker gerade zur Hand. Nur so einen kleinen, aber es macht nicht, das reicht mir.
Und da schreibe ich hier ganz klein drauf. Mein Teaser. Oh, was schreibe ich denn? So. Dann kommt das hier oben drauf und dann weiß ich, okay, der ist da drin. So, dann machen wir das auf die Seite. Ich bereite mir noch einmal das Bild vor. Und zwar, passt auf, ich habe was Neues gekauft. Ich freue mich, euch das jetzt zu zeigen. Das kam mich gestern an. Und zwar heißt das hier, French Parchment Paper. Parchment Paper ist Backpapier. Und das ist aber auch ganz spezielles Backpapier. Das kann man, das ist super, also hier steht es auch nochmal, Nonstick, also es bleibt nichts dran hängen, Heavy Duty, ja, Temperatur ist ja für uns uninteressant, ne, ist ja zum Backen eigentlich gedacht, aber es ist mega cool, ich weiß gar nicht, was Duty heißt, auf jeden Fall habe ich das schon kurz mal ausprobiert. Ich habe mir schon einen Bogen rausgelegt. Ach, die Größe ist vielleicht für euch interessant. Und zwar sind da 100 Stück drin. Ich verlinke euch das unten. Das gibt es bei Amazon. Und die Größe ist 33x42. Optimal für 30x40er Bilder, ne? Und für große kann man natürlich mehrere Sheets drauf machen. Aber 100 Stück, das reicht eine Weile. Bis ich das auch gebraucht habe. Und ich habe es mich jetzt wieder, dass mir die Folie wieder eingerissen ist. Und das nervt mich einfach. Also normalerweise mache ich es ja so, dass ich mir das so abklebe, hier ein Washi-Tape-Streifen. Dann ziehe ich mir das, aber dann reißt mir die Folie nach innen ein. Und dann muss ich das hier, dann ist das hier so gestückelt. Das nervt mich einfach, ne? Jetzt mache ich das anders da. Ich ziehe mir einmal hier die Folie runter. So, weg damit. Das ist auch noch so eine dünne hier. Und dann habe ich hier mein Papier und mache mir das einmal hier drauf. Und ich sehe trotzdem noch durch. Das sind große Sheets. Ihr könnt da schön drauf machen, habt nicht so kleine. Es gibt ja auch die in so kleinen Formen, aber ich glaube, die gibt es gar nicht mehr so in weiß. Und ich kann mir das schön einteilen. Jetzt nehme ich meinen Keramikcutter. Ich habe den hier, den habe ich mal geschenkt bekommen. Der kann man so klicken. Und nehme mir einfach ein Lineal. Und was hängt denn da dran? Warte mal, jetzt. Ich habe das jetzt richtig erwischt. Nee. Ich weiß nicht. Ich muss mich noch mit den Keramikcuttern noch ein bisschen anfreunden. Ja. Ja, jetzt hat es funktioniert. Ne? Und kann mir das einfach hier so schön zuschneiden. Brauche auch kein Washi-Tape, weil ich lasse es einfach ein bisschen breiter stehen und dann. Außer, man kann natürlich auch Washi-Tape machen, weil wenn ich es dann painte, dann liegt es ja frei, ne? Oder ich schneide mir das halt einfach nur hier ein Stück frei und lasse den Rand dann stehen. Aber wartet mal, hier ein großes Lineal. Dann kann ich mich gleich über die ganze Linie schneiden. So. Ja, also, Leute, ich brauche mein Bastelskalpell. Ich komme damit. So, jetzt. Einmal.
Ich bin einfach das Bastelskalpell gewöhnt. Da mache ich es anders. Da schneide ich mir jetzt das direkt an der Leinwand, weil ich ja hier nur so einen kleinen Rand habe. Schneide ich das einfach hier an der Leinwand entlang ab. So. Ja. Und ich habe hier mein Bild schön vorbereitet und kann jetzt auch genau sehen, wo lang ich schneide. Ne? Wenn ich sage, okay, ich lege mir jetzt, ich habe nicht so viel Zeit, ich lege mir nur so viel frei, dann schneide ich mir das einfach ein, ne? Mit meinem Messerchen oder mit meinem Keramikcutter. Ja. Ja, ihr Lieben, ich bin gespannt, wie euch das Bild gefällt und vor allem auch, ob ihr vielleicht da auch Interesse habt an so einem Papier. Also wie gesagt, schaut einfach mal bei Amazon unten, ich verlinke euch das. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder meinen Kanal abonniert. Wenn ihr das noch nicht getan habt, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.